Nachdem wir sozusagen in Zwangspause gehen mussten und unsere Tour verzögert gestartet sind, weil uns der Corona-Blues am Haken hatte und wir nicht nach Italien fahren konnten, waren wir umso glücklicher, diesen schönen Platz angetroffen zu haben und vor allen Dingen ein Plätzchen gefunden zu haben. Das Glück kann kommen. Ja, jetzt sind wir hier am ersten Stopp angekommen. Lange wollten wir immer hier hin und irgendwie, entweder war keine Zeit, das Wetter war schlecht oder der Platz war voll. Aber ich merke schon, das erste steht, man soll Ruhe bewahren, wenn man eincheckt. Das scheint nicht so einfach zu sein. Na, wisst ihr, wo ich bin? Habt ihr es erkannt? Richtig. Es ist der Wohnmobilhafen am Chiemsee in Bernau-Felden. Unmittelbar an der Autobahn. Oft vorbeigefahren, diesmal haben wir angehalten. Ach, herrlich. Aber jetzt muss ich erstmal einchecken. Das scheint kompliziert zu sein, aber ist es eigentlich gar nicht. Und da steht es auch, man soll nämlich besonnen den Anweisungen folgen. Und genau das ist das Erfolgsmomentum, nämlich wirklich Schritt für Schritt diesen Anweisungen, immer da, wo gelb etwas aufleuchtet, auszufüllen. Karte beladen für Strom. Mach mal 5 Euro. Ganz wichtig, bevor ihr auscheckt, müsst ihr wieder zu dem Kassenautomat, denn da bekommt ihr jegliches Guthaben auf der Karte und das Pfand wieder zurückgebucht. Und war nicht so kompliziert. Man muss einfach nur immer genau lesen. So, Schatz. Boah, ich hab schon, das ist, man hat das Gefühl, man kommt vom Winter in den Sommer, ne? Oder ist das, empfindet man das so? Ich weiß nicht, wo wir lang gehen. Ich glaube, da lang. Guck mal, da müssen wir lang. Und es ging natürlich direkt erstmal zum Ufer des Chiemsees. Das übrigens auch das Bayerische Meer genannt wird. Kein Wunder, mit einer Fläche von fast 80 Quadratkilometern ist das nämlich der größte See in Bayern. Und nach dem Bodensee und der Müritz der drittgrößte See in Deutschland. So, guck mal, jetzt sind wir endlich am Chiemsee, Schatz, und zwar am Chiemsee. Wir waren ja schon bei dem Bauer Steiner, das fanden wir auch immer ganz toll. Es ist auch toll da, aber wir sind so oft hier vorbeigefahren. Wobei, wir waren einmal auf diesem Stellplatz und der war proppevoll. Und eben erzählte der, weiß ich nicht was, Hausmeister, Besitzer, keine Ahnung, Platzwart, es hat wohl ganz doll geregnet die letzten 3 Tage und deswegen ist es leer. Also, des einen Leid, des anderen Freud. Haben wir Glück gehabt, ja. Jetzt suchen wir mal einen Kaffee. Hat noch vieles, also hat, das was, sehe ich. Aber man wird natürlich lieber so einen Kaffee am See. Guck mal. Schatz, das musste jetzt sein. Du bist noch bei Kaffee, ne? Ich steigere mich jetzt schon, aber da kommt noch eine Semmel dazu. Ich semmel mir heute ein. Da sind wir wieder. Ach, war das schön. Und hier kann man natürlich sehen, was man alles hier machen kann. Aber ich glaube, so lange werden wir nicht hier bleiben. Aber das ist natürlich richtig schönes Wetter hier. Nur wenige 100 Meter weiter habt ihr die komplette Infrastruktur für einen fantastischen Traumurlaub direkt vor der Wohnmobiltür. Ob Restaurants und Imbiss, das Strandbad oder der Surfschule, Sub- und Kajakverleih, Bootsverleih, Segelschule, ein Beachvolleyballfeld und natürlich auch die Schiffsanlegestelle, alles ist direkt dort. Das hat mir richtig gut gefallen. Mein Mann ist noch aus der alten Zeit, der guckt noch Karten. Ja, ein Finger über die Landkarte. Was denn schön, ne? Als ich dich kennengelernt habe, hattest du ungefähr 98.000 Landkarten. Und wenn Jörg auf die Landkarte guckt, dann weiß ich, okay, es soll am nächsten Tag weitergehen. Warst du mal in Salzburg? Haben wir keine Zeit für. Jörg, Zeit ist immer nie da. Dafür. Salzburg ist richtig schön. Wien ist auch schön. Mann, aber Salzburg ist total schön. Aber erstmal genießen wir den wunderschönen Abend. Ja, wenn das nicht die perfekte Bank für den Sonnenuntergang ist, dann weiß ich nicht, welche Bank es sein könnte. Und ich habe ja gerade gelesen, ich bin im Glückshafen. Also mehr Glücksbooster kann es doch nicht geben, oder? Das Glück kann kommen.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Und in solchen Momenten werde ich immer ganz demütig und still und bin sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich habe gerade gehört, hier ist ja der südliche Teil des Chiemsees und der nördliche, der muss der ursprüngliche Teil sein, da wo auch der Camping Harras ist. Aber jetzt sage ich erstmal gute Nacht. Bis morgen. Es ist 11 Uhr und das ist also, was wir merken, die Zeit des Bettenwechsels. Das Wetter ist im Moment wunderschön. Man sieht es vielleicht hier, blauer Himmel. Aber es soll anders werden. Aber man kann ja nicht immer nur, das ist auch stressig, habe ich gemerkt. Wo ist jetzt die Sonne, wo ist schön, wo regnet es nicht und so. Deswegen, wir haben jetzt so ein grobes Ziel. Das ist so ein Wunschziel. Ob wir das erreichen, wissen wir noch nicht. Und jetzt fahren wir dann vielleicht doch nachher mal los. Aber ich möchte eigentlich gerne vorher noch zu einem ganz besonderen Geschäft. Das hat hier ganz viel mit dem Chiemsee zu tun und mal gucken, ob die schon aufhaben, weil das wäre richtig super. Und ich nehme euch natürlich mit, aber da gehe ich jetzt mal hin. Zum ersten Mal merke ich, die Jacke ist viel zu warm, meine Sommerdaune. Es ist richtig schönes Wetter und eigentlich möchte man ja gar nicht weg, ne? Und jetzt befinde ich mich an meinem Ziel, was ich euch unbedingt zeigen wollte und wo ich einkaufen wollte, nämlich hier in der Fischerei Minnholz. Hier kann man nämlich nicht nur vorzüglich Fisch essen und tolle, also wirklich ganz tolle Empfehlung, sondern man soll hier auch Fisch kaufen können. Ja, und das gucken wir jetzt nochmal an. Man weiß wohl nie genau, was gefischt worden ist, aber wir schauen jetzt mal. Die Fischerei Minnholz besteht seit über 500 Jahren und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Zum Arbeitsalltag dieser Fischerei gehört neben dem Fischfang ein wunderbares Restaurant. Vielleicht sollte man sich unbedingt vorher einen Tisch reservieren. Ich nehme mir jetzt mal eine Karte mit und dann blende ich gleich mal die Kontaktdaten ein, weil ich glaube, das ist sehr, sehr beliebt in der traumhaften Lage und vor allen Dingen frischer als hier gibt es das nicht. Der Fischladen hat geöffnet von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 19 Uhr, also ich habe heute Glückstag. Hier soll nicht nur auf höchste Qualität geachtet werden, sondern auf einen ökologisch schonen Fischfang. Deswegen variiert auch das Sortiment im Fischladen und auch im Restaurant, je nach Fang und eben nach Jahreszeit. Was haben wir denn da alles? Heute Saiblingsfilet, Forellenfilet, Ränkenfilet, ganze Forellen. Wir haben Matjes eingelegt und wir haben Ränken geräuchert. Die Chiemsee-Ränke ist ein Naturfisch mit praktisch kaum oder gar keinen Gräten und ist bekannt durch ihren sanften Geschmack und ideal für die leichte Küche. Also genau das, was wir lieben. So, dann nehme ich mal zweimal Ränke. So, shoppen am Chiemsee mit, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, wie es heißt, nicht Saigling. Ich merke, mein Corona-Kröpfchen ist noch nicht ganz fit. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, wie dieser Fisch heute Abend, wo auch immer, schmeckt. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist hier ein richtig guter Tipp. Und das sind ein paar hundert Meter vom Stellplatz entfernt. Es lohnt sich, hier hinzukommen, aber ich höre schon die ganze Zeit das Telefon klingeln. Ich glaube, reservieren sollte man vor allen Dingen bei so einem Traumwetter unbedingt. Und es gibt draußen wunderschöne Plätze. Ihr seht das im Hintergrund mit Bergpanorama, aber innen drin ist es auch wunderschön. Also ja, so, und ich muss jetzt wirklich mal weiter, weil der Jörg denkt auch schon, wo bleibt diese Frau? Ne? Aber wenn wir Frauen shoppen, auch wenn es nur Fisch ist, dauert das ein bisschen. Ja, eigentlich mag ich gar nicht fahren. Wer weiß, was noch passiert. Ui, ich glaube, wir sind die Einzigen noch. Jörg sitzt schon da und hält nach mir Ausschau. Oh, oh. Guck mal, ich war angeln. Schatz, ich war angeln. Ganzer Fisch. Schon sauber, hat die gesagt. Muss nichts mehr machen, außer zubereiten.
Dann ging es weiter Richtung Süden. Und wer uns ein bisschen kennt, der ahnt schon, in welche Richtung es genau geht. Aber der Weg ist ja bekanntlich das Ziel. Und ich kann nur eins sagen. Der Fisch bekommt den schönsten Grillplatz, den wir je gesehen und erlebt haben. Ja, seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, tschüss Chiemsee. Jetzt haben wir den endlich mal von nahem gesehen und nicht nur von weitem. Guck mal. Wie groß der ist, ne? Ja, jetzt geht's weiter. Wohin noch immer? Das Glück kann kommen. Na, da bin ich ja mal gespannt jetzt, wo wir hier landen.